Ja, hallo, hier ist wieder Claire und ich war gebeten worden, was zum Thema Krafttiere zu machen. Und ja, das ist gar nicht so einfach. Ja? Bei den Krafttieren, das ist ja immer so schön praktisch. Da hat man ein Tier, das Tier hat eine Bedeutung und dann so, ihr wisst schon, wie ich meine, Tabelle off, zack, rein, fertig. Das ist ja das, was oft passiert beim Thema Krafttiere, wenn wir mal ehrlich sind, ja. Und kaum ein Thema ist auch so umstritten wie die Krafttiere. Also da gibt es ja tausend Regeln. Es darf kein Haustier sein, es kann kein Insekt sein, es muss ein einheimisches Tier sein, es muss dies, es muss das, es muss jenes. Es gibt kaum ein Gebiet, das so umstritten ist wie bei den Krafttieren. Und dabei ist es so gemein, dass es umstritten ist, weil diese ganzen Grundsätze und Regeln bringen die Leute davon ab, auf ihr Gefühl zu hören und wirklich was festzustellen, wirklich was zu fühlen. Und dadurch auch mitzukriegen, was passt zu mir und was nicht. Ja, das ist das, wo ich es dann, da finde ich es dann wohl ein bisschen ärgerlich, dass so viel Zeug einfach unreflektiert dazu gesagt wird. Aber gut, kann man nichts machen. Ja, bei den Krafttieren sollte man vielleicht gleich vorab sagen, dass es gar nicht unbedingt immer Tiere sein müssen. Ja, jeder hat doch andere Dinge, die mit der eigenen Kraft in Resonanz gehen. Sagen wir es mal so. Ja, es gibt Leute, die haben zu Tiergeistern jetzt nicht unbedingt so den Draht. Da ist es eher mit Steinen, mit Pflanzen, mit bestimmten Orten. Ja, die Liste kann man noch weiter spinnen. Es geht darum, wo spüre ich wirklich eine Rückmeldung? Und die Rückmeldung muss nicht unbedingt positiv sein, zumindest im ersten Moment. Ja, manchmal hat man zum Beispiel, dass Leute vor einem bestimmten Tier Angst hatten und das ist in Wirklichkeit aber eigentlich ihr Krafttier. Das ist nicht immer unter einem positiven Vorzeichen. Oder es gibt auch Erlebnisse, dass Leute das Gefühl haben, ein Tier fordert sie heraus. Und wenn man herausgefordert wird, um was zu lernen, ist das im ersten Moment meistens überhaupt nicht angenehm. Ja? Es wird ja immer so getan, als wäre Lernen und sich weiterentwickeln so ein ganz leichter, easy Prozess. Und das wird dann immer schöner alles. Und in Wirklichkeit ist es ja oft so, wenn man was lernt und sich wirklich verändert, ist es anfangs schwierig. Weil man hat noch nicht die Konzepte, wie man damit umgehen will. Man geht ja nun wirklich mal einen neuen Weg. Und das ist meistens eher verwirrend. Ja? Daher bei den Krafttieren, oder ich würde es sogar noch weiterfassen, einfach als Kraftdinge, Kraftwesen im weitesten Sinne fassen wollen, das kann halt auch eine Herausforderung manchmal sein, damit zu arbeiten. Das muss nicht immer nur rosa und Gucci-Gucci sein. Das kann auch manchmal wirklich so sein, dass man sich sagt, oh, Tiefschlag. Aber dadurch lernt man, ja. Und das ist halt alles. Man sollte nicht immer so in positiv und negativ einordnen, sondern erst mal gucken, was ist da überhaupt, ja. Und daher würde ich, auch wenn das Video jetzt Krafttiere heißt, weil genau das ja auch nachgefragt war, würde ich von Kraftpflanzen, Kraftsteinen und so weiter sprechen. Einfach, wo du merkst, da kommt ein lebendiger Kontakt zustande. Das ist was Gegenseitiges. Da ist was Echtes. Egal, ob das Echte erstmal belastend ist, schön, bestärkend, wie auch immer, es ist echt. Und das merkt man, ob es echt ist oder ob man sich es einredet. Ja? Meinetwegen habe ich zum Beispiel schon einige Frauen kennengelernt, die sich zu Katzen unglaublich hingezogen fühlen und sich sicher sind, dass das ihr Krafttier ist. Und dann haben sie irgendwo gelesen, naja, Haustiere gehen aber nicht als Krafttier, das ist verboten. Ja? Warum auch immer. Aber gut. Jedenfalls. Das kommt immer wieder an. Und die reden sich dann wieder aus, weil das kann ja nicht sein, das darf ja nicht in dem Buch stand ja das und das. Und dann haben sie aber wieder das Gefühl mit der Katze. Und dann weißt du, okay, es ist irgendwie echt. Also wenn das immer wieder anmarschiert kommt, vielleicht auch in Träumen oder in Zufällen im Alltag, dann merkst du einfach, okay, also da muss es jetzt doch einen Zusammenhang geben. Das kann ja jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen sein. Ja? Und daher sage ich bei dem Thema immer, erst wahrnehmen, was dich anspringt. Und dann lesen. Ja? Nicht andersrum. Es lässt sich natürlich immer blöd vermeiden, weil wenn man sich für die Themen interessiert, dann liest man dazu. Das ist klar. Und dann kriegt man halt auch so diese vorgefertigten Konzepte automatisch mit ab. Ja, da kannst du machen, was du willst, das verankert sich halt im Köpfchen. Aber man kann sich ja immer wieder dazu ermahnen, genau hinzugucken, wahrzunehmen und erstmal nicht zu werten. Und was immer wieder anklopft, da weiß man dann schon, okay, also irgendwie scheinen wir was miteinander zu tun zu haben. Und dann kann man halt gucken, wie das Ganze sich im Alltag so einbringen lässt, wo da wirklich die Verbindung besteht. Ja. Also der Idealfall wäre wirklich erst wahrnehmen, erst auch eine persönliche Beziehung zu diesem ja, Kraftwesen, sage ich jetzt mal. Dann haben wir die Steine und das alles auch mit drin.
zu diesem Kraftwesen erstmal eine Verbindung aufbauen, selber gucken, was kommt darüber. Und dann kann man immer noch schlaue Bücher lesen und das Internet durchforsten und alles. Das ist super. Dagegen ist auch absolut nichts zu sagen. Man muss ja noch nicht immer auf alles selber kommen. Aber es kann einem halt auch vieles verbauen, weil das, was andere Leute für sich als richtig erkannt haben und damit auch in die Welt hinaustragen, muss ja nicht zwangsläufig das sein, was für einen selber richtig ist. Und gerade bei so sensiblen Themen, wie auch das Spirituelle einfach ist, kann man das umso weniger verallgemeinern. Ja? Gut, das zu dem Thema und dann sehen wir uns demnächst wieder.